Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Demokratie verleiht Ämter, Macht und Privilegien auf Zeit. So die Theorie. Doch manche sind da gleicher als andere. Ehemalige Bundespräsidenten und Bundeskanzler beispielsweise. Wissen alle, ehemalige Bundespräsidenten erhalten bis zur Bahre ihre ungekürzten Bezüge weiter, etwa 20.000 Euro im Monat, egal ob im Amt oder nicht, dazu Büro und Mitarbeiter. Ähnliches ist es bei Bundeskanzlern, die bekommen zwar gekürzte Bezüge, wie ein Beamter werden die behandelt, immerhin aber auch noch ungefähr 12.000 Euro im Monat. Übergangsgeld von 220.000 Euro ungefähr dürfte sich Frau Merkel eingesteckt haben oder noch einstecken. Und dazu kommen auch Büros und Mitarbeiter. Und um den letzten Punkt ging es. Wir wollen nicht an die Rentenansprüche ran, noch nicht. Wir wollen einfach mal Büro und Mitarbeiter, dieses Privileg, was lebenslang unseren Bundeskanzlern eingeräumt wird, dringend gesetzlich regeln. Denn es ist noch nicht gesetzlich geregelt, das, was in den letzten Jahren passiert ist, ist nicht gut. Selbstbedienungsmentalität ist aus dem Rahmen gelaufen, deshalb ist dringend eine gesetzliche Regelung erforderlich, und die legen wir heute vor. Dabei fing das Ganze ganz harmlos an. Wenn man an Bundeskanzler Adenauer denkt, der etwa 14 Jahre regierte, er ging in den Ruhestand und beschäftigte danach eine Sekretärin oder ein Sekretariat, was noch von der CDU finanziert wurde. Alle Vorgänger Merkels, also Schmidt, Kohl und Schröder, kamen mit etwa 6 Mitarbeitern aus. Wir haben Zahlen von 2015. Danach wurden etwa 1,5 Millionen Euro für diese 3 Bundeskanzler an Mitarbeiterkosten aufgewandt 2015. Das macht Frau Merkel jetzt ganz alleine. Sie hat bei ihrem Auszug aus dem Bundeskanzleramt so ein kleines Bundeskanzleramt mit nach Hause genommen, 9 hochbezahlte Mitarbeiter, etwa 100.000 Euro Lohnkosten im Jahr. Und keiner weiß, wofür. Wir haben die Bundesregierung gefragt, was trieben denn so die Mitarbeiter von Bundeskanzler AD Gerhard Schröder in ihrer Zeit? Da kam die Antwort der Bundesregierung: Wir wissen es nicht, weil der Bundeskanzler halt nicht mehr im Amt ist, können wir auch nicht fragen, was die Mitarbeiter, die aus Steuergeldern bezahlt werden, da so machen. Und ähnlich ist es bei Frau Merkel. Wir bekommen sie eigentlich gar nicht mehr mit, was ich jetzt nicht bedauere, aber so ist es nun mal, eigentlich nur noch von Shoppingtouren, wo sie ihr Portemonnaie sich klauen lässt. Ansonsten ist Frau Merkel nichts mehr zu hören. Und wir fragen, was sollen diese 9 Mitarbeiter für etwa 1,5 Millionen Euro im Jahr? Meine Damen und Herren, es ist ein erhebliches Problem, was hier gelöst werden muss. Und wir gehen das Problem an. Das Problem haben ja auch die Kollegen Kubicki beispielsweise, hat das erkannt, nachdem wir es angesprochen hatten in seiner bekannten Art, für auf populistische Züge aufzuspringen. Kollege Lindner hat sich dafür interessiert, Frau Michalitsch von den Grünen, Frau Hasselmann, meine spezielle Freundin, auch alle sagen, das muss jetzt gesetzlich geregelt werden. Und wir legen einen Gesetzentwurf vor, wovor wir labern nicht nur, wir handeln, wir sagen, 4 Jahre sind genug. 4 Jahre, 3 Mitarbeiter, ein Fahrzeug, ein Fahrer, und das Ganze für fortwirkende Amtsaufgaben, das muss reichen. 4 Jahre Begrenzung ist etwa so lang wie eine Legislaturperiode. Danach sollten dann Bundeskanzler auch die letzten Privilegien verlieren. Denn, was habe ich gesagt am Anfang, die Demokratie lebt dadurch, dass Ämter und Privilegien nur auf Zeit vergeben werden. Meine Zeit ist jetzt um. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen ja leider nicht antworten auf dieses nette Wort von Ihnen, aber es schadet meiner Karriere nicht. Der Kollege Hartmann, SPD-Fraktion, hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Ebenso der Kollege Christian Haase, CDU-CSU-Fraktion. Deshalb hat jetzt das Wort der Kollege Philipp Antor, CDU-CSU-Fraktion.